So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 11. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben gegen Osnabrück. Wir hatten im letzten Part ein 1-1 Unentschieden gemacht. Ja, ein unverdientes Ergebnis, denn wir hätten gewinnen müssen. Aber nee, tausendmal am Pfosten. Erzgebirgauer hatte einfach nur Glück. Wir hätten dies gewinnen müssen. Ja, egal. Dafür sind wir jetzt wütend und wollen hier den Sieg in Osnabrück. Ja, da werde ich erstmal umgehauen. Kein Ding. Was eher so ein Ding ist, wie Franz in letzter Zeit spielt. Das finde ich nicht so gut. Aber egal. Och Mann. Ich hoffe, wenigstens jetzt wird es endlich mal den Chancen gerecht sein. Bomber! Er schießt einfach mal drauf! Wir hatten einfach am Ende hin nur Chancen, nur noch Chancen und trotzdem blieb's beim 1:1. Zum Glück hatte Bochum ein Unentschieden gemacht. So haben wir wenigstens noch etwas eine Chance, wenn wir dann gegen Augsburg spielen. Können wir den noch alles zerstören? Okay, Xadas. Flanke in die Mitte zu Decoy. Aber da hat Osnabrück wieder den Ball. Die Flanken funktionieren irgendwie nicht mehr. Bei uns aber der Konter bei Osnabrück, der funktioniert gut. Aber da war ein WWE Games Let's Play. Oh, Mann, 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 nein, nein. Okay. Gamezocker. Mann, Mann, Mann. Yo, yo, yo. It's Chad Gaspard and JTG, it's crime time. Brooklyn, Brooklyn, to bring in and bring in and fuck. Ja, es ist ein Freistoß. Schön, Horst, wie du ihn einfach im Weg stehst. Wir hätten einfach so schön kontern können. Aber Decoy jetzt. Decoy hat sie im letzten Spiel das 1:1 Ausgleichstor gemacht. Wie der mir einfach das Bein gestellt hat und wie der Schiedsrichter mir einfach im Weg steht. Der hatte gerade gar nicht den Ball berührt. So gar nicht. Das war jetzt beigespielt. Und Gamezocker, Mann, der trifft nicht mehr. Was ist los mit denen? Der war Gold wert. Jetzt nicht. Nix, gar nix. Kein einziges Tor mehr. Das Team ist einfach so semi-interessiert. Was kann man da zu dieser Abwehr sagen? Was kann man da zu diesem Torwart sagen? Geht da. Was macht Franz da? Was macht der da? Mit der Rätsche, ja, war eine schöne Idee, aber nee, ging nicht. Und wir verlieren gerade wieder ein Spiel. Oder liegen wieder hinten. Besser so gesagt. Ja! Ich habe meine Wasserflasche umgehauen, aber egal! Mann! Wie trifft er nicht? So, die waren so gut durch. Noch Mann! Treff doch einmal das verfickte Tor. Ja, Horsti, danke! Danke, Junge! Endlich ging mal wieder ein Eckball rein. Und jetzt hat Gamezocker Bock.
Gamezocker schießt einfach mal von Weitem drauf, aber wenigstens jetzt etwas besser als die vorherigen Schüsse. So, und jetzt muss der Führungstreffer kommen. Ja, komm. Nein. Wenn es wieder ein Unentschieden bleibt, ne? Dann hasse ich dieses Spiel bis zum Ende dieser Karriere. Weil ich es danach eh nicht mehr anrühren werde. Mann! Wir kämpfen hier gerade um den Aufstieg. In den letzten Spieltagen noch. Das sieht nicht so gut aus für uns. Ach, Franz, was machst du da für eine Scheiße? Du spielst doch kein Fußball mehr. Was ist das? Das ist peinlich, Franz. Guck doch mal an, was der da spielt. Der geht gar nicht zum Ball. Ich frag mich, was die da spielen. Vor allem hier in der Abwehr. Die Abwehr. Nicht jeder aus der Abwehr. Eigentlich so gut wie gar keiner aus der Abwehr, nur Franz. Aber da er leider hinten ist, zählt er ja zur Abwehr mit. Der geht einfach gar nicht zum Ball. Was für eine Kacke ist das? Wer hat ihn in die Handschuhe gekackt? Och Mann, jetzt pfeift er auch nur die Dinger, die für Osnabrück oder was. Haut den Ball weg. Konter. Komm, Junge, komm. Junge, wieder gegen die Latte. Danke, ein Elfmeter. Danke. Nochmal so kurz vor Schluss. Franz, du kannst wieder alles gut machen. Aber nur, wenn du triffst. Ich hab nichts dazu zu sagen. Wieder mal gegen den Pfosten, ey. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Was ist das? Wieder mal gegen den Pfosten. Warum nicht? Na, kann man doch machen. Why not, ne? Denken die sich einfach, ihr fick dich, Spiel. So, was hat Augsburg gespielt? Wir haben gewonnen. Toll, jetzt müssen wir gewinnen. Dann ist es ganz vorbei. Alter, Franz, du hattest die Chance, alles gut zu machen, aber nee, jetzt hasst dich einfach jeder aus dem Team. So, Dekol am Ball. Ich dachte, du machst es besser. Oh Mann! Spiel doch mal vernünftig! So, wir stehen jetzt auf Offensiv. Wir wollen hier noch den Siegtreffer. Er hat gesagt, erstmal den Ausgleichstreffer und dann den Siegtreffer. Ma, Junge! Boah, Leute. Ist das ein Scheißspiel? Die kommen einfach immer durch. Egal, was ich hinten mache, die kommen einfach durch. So, Horsti. Gamezocker. Geh doch mal vernünftig dahin, Mann. Jetzt hat der Torwart wieder den Ball. Er spielt nicht vernünftig. Was ist das? Das ist nicht die Leistung, die ihr früher gezeigt habt. Danke, Gamezocker. Und jetzt macht diesen scheiß Führungstreffer. Macht ihn. Ihr habt jetzt den Ausgleich. Macht das 3:2 für uns. Komm, sah das. Alles nach vorne. Mann! Alter, ihr macht einen Fehlpass.
Willst du mich verarschen? Bitte, weniger Fehlpässe. Natürlich ein Freistoß für die. Das Einzige, was für uns gefault hat, gepfiffen hast, war ein Elfmeter. Aber ein Freischuss, wo wir klar einen Freischuss hätten kriegen müssen, nee, natürlich nicht. Gibt natürlich wieder keinen in den Augen des Schiedsrichters. Ist ein sicheres Tor. Schieß doch mal zum Partner da oben! Ich hasse dieses Spiel so richtig. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Komm, Decoy. Jetzt zeigt, dass eine Flanke auch noch funktionieren kann. Nein, natürlich nicht. Warum? Warum auch? Es geht ja nur um den Aufstieg. Warum sollte eine Flanke funktionieren? Bin ich blöd? Gamezocker. Mann! Junge! Spiel mal vernünftig! Fotze! Nein. Es war kein Freischuss. Hast du Glück, Schiri. Hast du Glück, dass du das nicht gepfiffen hast. Ich schwöre dir, ich hätte dafür gesorgt, dass du nie wieder ein Spiel pfeifst. Bei Berlin. Ey, was ist das? Ich hab den fucking Ball gespielt. Der Schiri ist nur gegen mich. Komm, Decoy. Ach Junge, lauf doch jetzt mal vernünftig. Ja, schüttel ihn nur ab, Mann. Mann! Wir werden dies einfach wieder unentschieden spielen. Ey, nee. Einfach nein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt ja, ja. Spiel in die Mitte. Nein. Da war einfach jeder da. Und Bomber, nimm mir doch mal richtig den Ball ab. Weiß nicht, wie das geht oder was. Was machst du denn beim Training? Rosti, sehr schön. Jetzt nach vorne, Leute, nach vorne. Natürlich abseits, scheiß Schiedsrichter. Ja, ja, halt's Maul. Wir werden dies einfach wieder unentschieden spielen und das nur, weil der Schiedsrichter wieder gegen uns ist. Komm, willst du wieder abseits pfeifen? Nein. Mann! Warum? Warum, Junge? Warum? Boah, Junge, geh doch mal zum fucking Ball hin! Mann! Spiel mit einer Paralympic-Mannschaft! Wir sollten zu den Paralympics gehen. Da würden wir besser spielen. Behindertenfußball. Ja, komm noch raus, Torwart. Jetzt spielt schnell nach vorne, ich schwöre euch. Spielt schnell und sicher nach vorne. Das war ein Freischuss, Schiedsrichter. Warum triffst du den nicht? Das war ein sicheres Tor. Nein! Nein! Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, Mann!
Ja, das regt mich so auf. Schon wieder ein Unentschieden. Immer ein Unentschieden. Das kann doch nicht mehr sein. Gucke sehen ja halt Small, der spielt nicht gut. Der spielt scheiße. Da. Wir können jetzt gar nichts mehr oben machen. Weil die einfach nur noch die Spiele gewinnen. Für uns ist alles gelaufen. Wir können alle nach Hause fahren.